Hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man die Saiten auf einer Western-Gitarre wechselt. Zunächst mal, es gibt natürlich verschiedene Arten von Gitarren. Es gibt die klassischen Gitarren oder auch Konzertgitarren genannt. Um die geht es hier nicht, sondern um die Western-Gitarre. Und ihr könnt es ziemlich gut daran erkennen, ob es sich jetzt um eine Western-Gitarre handelt oder nicht. Denn ihr seht, die hat hier hinten solche kleinen Pins. Da werden die Saiten eingefädelt und die sind da befestigt. Ja, kommen wir auch gleich schon zur Sache. Man braucht natürlich auch passende Saiten. Da gibt es im Geschäft halt auch verschiedene Ausführungen. Es gibt eben welche Saiten für die klassische Gitarre, Saiten für die E-Gitarre. Wir brauchen jetzt natürlich welche für die Western-Gitarre. Und da habe ich mal einen Satz genommen mit mittlerer Stärke. Das eignet sich immer, also genauso gut für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Ja, besonders eignet sich zum Saitenwechsel so eine Saitenkurbel, die man relativ günstig erwerben kann. Die hat zwei Vorteile. Man muss sich nicht die ganze Zeit irgendwie hier hundertfach rumdrehen. Und sie hat gerade für Western-Gitarren hier so eine kleine Vorrichtung. Da kommen wir gleich zu, dass man damit diese Pins raushebeln kann. Okay, dann geht's mal los. Ich schlage immer zur Sicherheit mal einen Ton an, um zu wissen, ob ich nicht irgendwie zu hoch drehe, sondern nach unten. Und dann dreht man einfach die Saite ab, bis sie halt so wie hier schon ziemlich runterhängt. Und das machen wir einfach mit allen Saiten. So kann man die Saiten ganz einfach. Wenn ihr die Saiten abgedreht habt, dann achtet am besten, hier ist so ein kleines Loch drin, das es quasi wieder in Richtung zur Gitarre zeigt, weil dann könnt ihr die Saiten am einfachsten hier rausnehmen und dann daraus ziehen. Das geht dann eigentlich wie von selbst. Man sollte trotzdem immer ein bisschen aufpassen, weil die Saiten sind ziemlich scharf und man kann sich besonders dann hier, wenn man hier sowas hat, wo das so übersteht, kann man sich schnell an den Enden mal in den Finger pieksen und das ist, wenn man Gitarre spielt, dann ziemlich nervig. Nachdem die Saiten jetzt gelöst wurden hinten an den Mechaniken, brauchen wir die Kurbel. Und die Kurbel hat hier so eine kleine Aussparung, mit der man dann die Pinne lösen kann. Das geht einfach so, man setzt die Kurbel hier unterhalb des Pins an und dann drückt man es einfach leicht hoch und dann sieht man auch schon, dann kann man den Pin so rausnehmen und die Saite auch. Also nochmal, man geht da drunter, hebt das hier so ein bisschen an, das geht eigentlich, sollte nicht so schwer gehen, zieht den Pin raus und damit kann man dann auch die Saite rausziehen. So, nachdem wir die alten Saiten entfernt haben, möchte ich euch jetzt zeigen, wie man dann die neuen Saiten wieder auf die Gitarre setzt. So, wir fangen mit der dicksten Bassseite an, der tiefen E-Seite. Ich knicke die hier immer so ein bisschen ein. Und dann wird die einfach hinten in das Loch reingesteckt. Und dann kommt der Pin mit der offenen Seite direkt hier an die Seite. Und beim Reinstecken ziehe ich die Saite schon so ein bisschen hoch, dass die wirklich oben auch direkt an dem Steg andockt sozusagen. Und dann wird der Pin einfach mit ein bisschen Kraft reingemacht und dann hier zur Kontrolle nochmal kräftig ziehen. Und dann ist das fest. Also ihr müsst ja hier nicht unnötig viel Kraft aufwenden oder mit dem Hammer draufhauen oder sonst irgendwas. Ein fester Druck reicht vollkommen aus. So, das Ende wird einfach hier oben in das kleine Loch einfach durchgefädelt, durchgezogen und dann lasse ich immer so eine, ja, das ist quasi so eine Viertel Handbreit. Man muss es nicht ganz durchziehen, aber man muss auch nicht die ganze Seite versuchen, hier auf das kleine Ding aufzudrehen. Dafür nehme ich immer so, ja, dass hier immer noch so ein bisschen Platz ist, so eine Viertel Handbreit und dann fange ich an, die Seite festzuziehen. Dabei gucke ich, dass die halt hier oben wirklich auch schon durch den Sattel geht und drückt die Saite hier so ein bisschen runter. Beim Aufziehen müsst ihr zwei Sachen beachten. Einmal, dass die Saite
quasi so rum aufgewickelt wird, also von unten kommt. Das kann man sich ganz leicht merken, wenn man mit der Seitenkurbel kommt, dann einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann sieht man schon, wie jetzt quasi die Seite richtig rum aufgewickelt wird. Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. In dem Moment, wo einmal die Seiten jetzt übereinander gehen, dass ihr das lange Seitenende, dass das oberhalb der neuen Seite rangeht. Also ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Also das hier geht unten rum und das, was oben rausguckt, muss oben rumgehen. Und dabei immer schön gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann zieht sich das alles automatisch fest und man muss eigentlich auch nicht mehr viel beachten. Ja, wir kommen zur letzten Seite, zur hohen E-Seite. Wie ihr sehen könnt, kommen die Tiefen, die umwickelten Seiten, immer schon mit einer Umdrehung aus, weil die eben so rau sind, da halten die schon von selbst. Und hier bei der H-Seite, das ist auch noch auch schon eine glatte Seite, die braucht ein paar mehr. Da macht man am besten so 3 bis 4 Umwicklungen. Und ich stecke die jetzt hier mal rein. So. Genau, und ich lasse dann entsprechend einfach beim Aufziehen, lasse ich einfach ein bisschen mehr Platz. Aber vom Prinzip ist es genau das gleiche wie schon bei der E-Seite. Wieder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und aufpassen, dass halt die Seite unten rum verläuft. Ja, und dann muss man einfach nur hier ein bisschen länger drehen. Ja, und dann ist halt auch immer die Frage, vielleicht wie fest muss man eigentlich die Seiten drehen. Also man kann im Prinzip schon jede Seite gleich mit Stimmgerät so ungefähr auf die Tonhöhe bringen, aber es wird sich alles nochmal verstellen. Also es ist einfach nur, dass das schon mal so ein bisschen, dass die Seiten auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zug haben, aber es muss nicht von Anfang an stimmen. Dazu kommen wir nämlich jetzt als beim nächsten Schritt. So, damit sich die Seiten schon mal so ein bisschen einstimmen können und ein bisschen die Zugkraft rausgenommen wird, kann man die Seiten ruhig ein bisschen hochziehen. Also gerade die dünnen Seiten jetzt nicht so extrem doll. Die tieferen gehen schon eher. Insgesamt würde ich die Seite immer nur so hochziehen, bis ihr merkt, dass die Gitarre quasi so mitkommen will von alleine. Weil wenn ihr sie jetzt gleich stimmt, da werdet ihr eh merken, dass die Seiten immer wieder noch ein Stückchen nachgeben, bis sie dann ihre endgültige Stimmung gefunden haben. Ja, zum Schluss wird die Gitarre noch gestimmt. Und wie gesagt, die Saiten, die brauchen immer ein bisschen um sich, die müssen sich halt immer wieder ein bisschen setzen. Deswegen, ich mache es halt auch oft so, dass ich die Gitarre ganz am Anfang einfach mal einen Halbton höher stimme. Also jetzt statt nicht so wie hier auf E, sondern gleich mal irgendwie hoch geht zum F. Weil je nachdem, immer wenn ich die anderen Saiten nachziehe, verändert sich wieder dieses ganze Spannungsgefüge, weil hier ist, die Saiten haben sehr viel Druck, ich glaube über 60 Kilo. Und wenn man eine Seite festzieht, dann löst sich wieder die andere und deswegen, das braucht sowieso ein bisschen Zeit und dann kann man ruhig noch ein kleines bisschen höher stimmen, als sie eigentlich ist. Aber man soll es halt auch nicht übertreiben, weil sonst kann es auch passieren, dass die Seite reißt und das wollen wir. Ja, nachdem die Gitarre gestimmt ist, haben wir jetzt hier noch die langen Seitenenden, also rumhängen. Man kann das jetzt mit einem Plektrum quasi so machen, dass man die Seitenenden nimmt und mit dem Plektrum so quasi wie Geschenkpapier so zieht, dann kriegt man halt hier so diese kleinen Seitenlocken. Ich persönlich halte da nicht viel von, weil das macht halt immer die Gitarrentasche kaputt und man piekst sich da schnell dran und das Beste ist einfach mit einem Seitenschneider dann ziemlich am Ende von der Seite, dass man die einfach kurz abknipst. Das ist in jedem Fall die beste Lösung. Und zum Schluss könnt ihr euch dann an dem schönen, frischen Klang der Gitarre erfreuen.